So, machen wir an dieser Stelle weiter. Willkommen zu einer weiteren fetten Folge von Battlefield 5. Wir sind jetzt hier, wo wir ungefähr das letzte Mal stehen geblieben sind. Moment, da waren gerade zwei, die sterben wollten. Sind ja das letzte Mal erfroren. Das Spiel hat uns ja auch so gut erklärt, wie dass man hier erfrieren kann. Ja, wir erfrieren wieder, oder? Nein, erfrieren wir nicht. Aber wir uns hier kurz aufwärmen können. Heieiei. Ah, ne. So. Kurz aufwärmen. Then let's go. Rest noch. Ist das ein weiter Weg, oder? Holy moly, Macaroni. Nice, er hat einen Raketenwerfer. Können wir den einfach so nehmen? Hallo, Raketenwerfer. Raketenwerfer ist verbrannt anscheinend. Dann weiter. Von Wegpunkt zu Wegpunkt. Gut, 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 gut. Ich kurz aufsammeln hier. Wärmen. Haben die Kojoten was zum Essen? Das ist eine MG. Ist dasselbe, ne? Ja, also nicht dasselbe, das ist mir auch schon klar. Ne. So. Bisschen aufwärmen und let's go. Auf so rumzustillen, wir müssen hier durch. Es geht gar nichts mehr hier. Oh nein! Alles klar, ey. Ja, und nu? Oh nein, da ist er! Nein! Oh, perfekt. Ach, ins Wasser. Ich habe schon gedacht, sie hat wieder einen Fehler gemacht. Oh Mann. Also wir können nichts machen, das passiert hier einfach so. Ich glaube, wir werden jetzt erfrieren, oder? Mama. Oh oh, sie halluziniert. Warum wird es denn jetzt auf einmal dunkel? Oh, hör doch auf. Mama, Kikigo.
Die nächsten. Folge meiner Stimme. Machen wir. Okay. Wo geht die Reise hin? Ah ja, okay. Lass mal bleiben. Nimm mich mit. So, dabei weitermachen. Was passiert jetzt schon wieder? Das Spiel irritiert mich. Ah, das Polarlicht. Jetzt wird es wieder schwarz vor Augen. Sulvey, wo knapp! Oh mein Gott, was er mit ihm macht. Was sie mit ihm macht. Ja, das war's wohl mit dir. So, mach Türchen zu und erstmal aufwärmen, ne? Unterkühlung ist was richtig Mieses. Heilige Makrele, oder? Ey, da haben sie sich echt was Gutes einfallen lassen. Das muss man schon sagen. Und grafisch auch mega aufgesetzt. Also, megamäßig grafisch unterwegs. Ja, ja. Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. Okay. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Ah, okay. Was passiert jetzt? Millionen av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Alles klar. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. Jeg kunne... De henter tungtvannet fra lageret. Jeg må ødelegge alt som er. Ok. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Ok, kan man jetzt erstmal das Fernglas schon benutzen? Nei. Es gibt natürlich noch nicht viel her, weil wir so weit weg sind. Da ist einmal Alarm. Okay, und in dem Dorf, das sehen wir noch gar nicht. Wie kann ich denn zu meinen Skier wechseln? Ah, okay, doch, geht. Nach unten. Hier ist schon mal nichts. So wie es aussieht, ist hier nichts.
800.600. Wird hier überhaupt was sein? Außer jetzt, dass wir hier entlang gehen dürfen. Denn da hinten und irgendwo da soll das Dorf sein. Ich würde sagen, hier auf. Und hier entlang, oder? Ah, da hat der Ben mal eine gute Idee gehabt. Oh nein! Soll das denn erkunden? Soll ich ja auch was machen? Nö, ne? Frage ist, was meinen die mit erkunden? Ah, hier könnten wir theoretisch so einen Sprung machen, wa? Ich schmeiße mal eine Kugel, anstatt ich fahre. Komm, wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch! Okay, das hat dann doch nicht so gut funktioniert. Okay, hier ist keiner. Das ist unser Glück. Dynamit. Den kommer jag att tränga. Okay. Okay. Den beiden kümmert es nicht. Es ist denen egal. Gott sei Dank. Kann ich hier durch? Ja. Oh shit. Shit, shit. Aber fast. Scheiße. Ach du Scheiße. Spring doch darüber. Schnell den Alarm ausmachen. So. Die sehen mich ja nicht. Wohin schießen die dann? Okay, man kann es so vorgehen, wie man möchte. Ich hab wieder gesagt, man muss hier irgendwas Spezielles machen. Aber Ben, es ist kein Hitman, es ist Battlefield, das heißt, du darfst schießen. Ah.
mitspielen, fangen. Hab dich. Alles klar, was hat denn er da gehabt? Kann ich mich ja nur bedanken, der hat eigentlich hin. Uko, tu ja. Der hat eigentlich den LKW in die Luft gesprengt. Danke dir. Nee, alles klar. So, irgendwo sind noch irgendwo, wo die Halunken. Da. Boah, ist der weggeflogen, ne? Das war's ja für ihn komplett. Ach da! Die hatten eine Haubitze. Damit haben die auf mich geschossen. Ich glaub's ja nicht. Ihr feigen Schweine. Oder? Was ist das denn hier? Egal. Habe ich hier nochmal Dynamit vielleicht? Karabiner ist schon, beziehungsweise ein Scharfschützengewehr ist schon nötig. Das wird da unten sein. Wo wird das hier sein? Okay, können wir hier runter? Ja, können wir. Yeah, endlich mal Skisaison hier. Oh. Shit, hier sind wieder welche. Ungefähr. Okay. So. Ach, ich hätte ja scopen können, ich Idiot. Mann. Okay, Leute, dann war's das an dieser Stelle. Ich denke mal, in der nächsten Folge könnte schon das Ende kommen. Wer weiß. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Vergesst nicht zu kommentieren, wenn ihr möchtet. Und natürlich eine Bewertung da lassen. Ganz nice wäre das von euch.